So, zweiter und auch letzter Part. Ich mache jetzt immer nur zwei Teile, da ja ich jetzt immer 15 Minuten hochladen kann. Und ja, deswegen jetzt nur noch zwei Teile anstatt drei. So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier alles, was wir bauen können. Aber bevor wir bauen, schicke ich nochmal eben alles in die Fortbildung. Kann er ja trotzdem eben was bauen. Ja, ein Schmied wäre mal sehr sinnvoll da. Ja, immer her mit den Leuten. Jetzt muss ich nur gucken, wo der Typ hier ist. Da ist er ja schon. General! Den schicken wir dann nämlich mal direkt dahin. Marschieren! Wir können nicht weiter! War doch hier. Ne, das war. Hier muss der hin. Ist ja noch besser. Hier hin. Marschieren! So, hier, der braucht nichts mehr bauen. Ja, bringt uns nichts. Dann lassen wir es erstmal so. Dann können wir mal einen Übungsplatz hinbauen. Gut. Ja! Bewegung! So. Müssen wir schnell da rein, bevor noch irgendwas ist. Oh, die Hunnen greifen das westliche römische Reich an. Oh, das ist uns egal. Wir gehen direkt in die nächste Runde. Unser Schmied hier ist fertig. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Waffen aufrüsten. Aber wie lange hält Rom noch durch? Oh. Die haben da nichts mehr drin. Ah, nur noch eine Runde. Das heißt, jetzt müssen sie kämpfen. Und das werden sie auch tun. Wenn sie es nicht tun, dann sind sie wirklich blöd. Wir werden herrschen! Siedlung eingenommen! Okay. Was machen wir? Wir radieren die Bevölkerung natürlich aus. Und ich kann es gar nicht fassen. Wir sind wirklich der Herrscher über Rom. Rom gehört uns. Wow. Na, dann können die erstmal alle zur Fortbildung. Und dann machen wir das mal so, damit wir auch eine Verbindung dazu haben. Holen wir uns jetzt die Vandalen. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. So. Nee, und ein so ein Rambock. Die Siedlung wird belagert.
So. Hier. Können wir jetzt ein bisschen was machen mit dem Geld, das wir bekommen haben. Und bauen mal das hier. So einen heiligen Kreis. Okay, das brauchen wir nicht. Jedenfalls noch nicht. Hier kann auch ein Schmied her. Gut. Okay, wie ist es hier? Den Steuern. Wir haben hier einen sehr hohen Steuersatz. Na gut. Hä? Die Franken? Wieso kämpfe ich jetzt gegen die Franken? Hä? Habe ich nicht mit denen ein Bündnis? Muss ich jetzt den Burgundern helfen oder was? Nun, tapfere Krieger! Na klasse. Jetzt darf ich mich mit denen anlegen, obwohl ich überhaupt gar kein Problem mit dem habe. Ja, herrlich ist das doch. Speere! Ja. Na klasse. Ich werde gerade Zeuge eines Kampfes, den ich selbst noch gar nicht fassen kann. Ich denke mal dann auch, dass ich den Kampf jetzt nicht innerhalb von 4 Minuten und 40 Sekunden durchmache, beziehungsweise nicht schaffe, und deswegen wird wohl noch gleich ein kleiner Teil hinterherkommen. Da habt ihr aber nochmal Glück gehabt.
So, Hunde, jetzt macht man hin hier. Geht doch. Ab geht die Post. Warum auch immer wir jetzt hier helfen müssen. Danke, ihr Scheißburgunder. So, und jetzt wird der sich dann bestimmt gleich zurückziehen und ich darf dann alles alleine machen. Der marschiert ja schon so auf mich zu. Aber ich auch auf ihn. Ja, nur er hat die größere Armee. Ich muss mich jetzt auf die besseren Waffen verlassen. Ansonsten ist doof. Speerträger, Speerträger, Kavallerie. Schwere Infanterie. Na gut, das ist die schwere Infanterie. So. Den feindlichen General der getötet. Feindliche General ist schon mal Seine tot. Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Sie werden die Flucht ergreifen. Zum Angriff! Das gilt es nur noch den feindlichen Truppen hier auch mal gehörig ein einzufalten. Sind sich schon die nächsten zurück. Okay, der gibt auch die Schuhe. Ja. So, Leute, ich bin mal kurz weg. So, Leute, ich muss jetzt hier ja gleich eh ausmachen. Oh, nee, muss ich gar nicht. Ich muss die Schlacht noch zu Ende machen. Na, vielleicht schaffe ich das halt noch. Sogar. Weil ich muss dann gleich runter essen. Meine Mom hat wieder lecker gekocht. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. So, hier ist der Part dann auch eigentlich vorbei. Und ja, was soll's. Ach, ich mache leider noch einen Part. Also bis gleich, Leute. Haut rein. Warum haut rein? Es kommt ja dann noch ein Part. Also bis gleich im dritten Part, Leute. Bis.